Hallo, meine pulsierenden Quallenservierer und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschigen Ründchen hier bei Dave the Diver. Lange Zeit war es jetzt, das ist jetzt immer eine Woche her, wo das Video wirklich rauskam. Und ja, wir werden jetzt aber auch erstmal noch so machen, dass es erstmal außer heute ausnahmsweise kommen zwei Videos, ab morgen dann immer erstmal ein Video. Da die Hauptsachen noch nicht alle so weit geklärt sind, deswegen werde ich mich erstmal noch nicht ganz so stark darauf fokussieren. Nur langsam habe ich wieder ein bisschen auch Lust gehabt, wieder einzusteigen und habe auch gleich mal, weil ich mir jetzt ein bisschen Zeit auch mal genommen habe, gesehen, Echo Watch Tower hat mir ja auch mal in den Kommentaren geschrieben, wir können ja ein paar Sachen liefern. So, wir liefern die Sachen ab und können ein paar Forschungspunkte generieren, so wie den hier zum Bleistift. Und den hier, dadurch können wir nämlich automatisch schon auf die nächste Stufe kommen. Und kriegen ein Öko-Gesundheitsarmband. So, jetzt haben wir wieder hier Quallen erlegen. Die Feuer- und Tintenfische machen und Fossilien wieder forschen. Ich weiß gar nicht, was bringt mir das? Da kriegen wir ein Öko-Giftwiderstandsband, genau. Warte mal, hier muss ich ran, ne? Was ist denn das für ein Band? Ja, hä? Ich überlege gerade. Ich muss gerade wirklich überlegen. Hä? Ich habe doch gerade was bekommen gehabt. Ach ja, und wir könnten jetzt entweder unsere Leute ein bisschen weitermachen. Aber weißt du was? Ich werde jetzt hier als allererstes schon mal gleich auf die Drachen bis Harpune gehen, weil wir dann noch mal ein bisschen stärker sind. So, dann gehen wir mal langsam wieder runter. Lang, lang ist her, meine Güte. Lang, lang ist her. Ja, am morgigen Tag, also heute, ich nehme die Folge auch erst jetzt auf. Ich habe zwischendurch gar nicht aufgenommen, ne? Also ich bin ganz ehrlich, zwischendurch habe ich nicht aufgenommen. Ich habe mir die Zeit genommen, die ich benötige. Ein bisschen wieder gut zu werden, waren viel unterwegs, haben viel gemacht. Heute werden wir noch ein bisschen malern, mal ein bisschen die Wände zumindest wieder aufwälzen, so wieder ein bisschen weißer sind und so. Okay, braune brauche ich nicht, blaue brauche ich auch nicht. Ich glaube, rote waren das, ne? Ne, brauche ich auch nicht. Auch wenn wir wieder ein bisschen hereinkommen. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen hereinkommen, was ich sage. Ich bin schon wirklich eine Weile raus. Hab aber nebenbei für mich mal Kingdom Come Deliverance gespielt. War eine sehr interessante Runde. Musste mal sein. Und hat auf jeden Fall auch viel Spaß jetzt gemacht. Sehr viel gespielt. Ist dann sozusagen für mich so ein bisschen Ablenkung gewesen. Einmal. Zweimal. Okay, jetzt reichen zwei bei dem. Jetzt reichen schon zwei bei dem. Bei dem kann ich mich noch entsinnen. Da hatten wir das am meisten bisher gehabt. Oh, guck mal, die müssen wir ja auch machen. Genau, davon sollten wir fünf erforschen. Die waren noch ganz wichtig. Am Montag ist aber jetzt nochmal, sind wir nochmal zur Untersuchung. Da erfahren wir nochmal ein paar Dinge mehr bei meiner Frau. Und da könnte das sogar nochmal passieren. Ich lasse jetzt sagen, ja, wir starten jetzt. Aber da könnte es dann nochmal passieren, dass es dann heißt, oh ja, okay, das wird doch nichts. Weil dies, das oder jenes sich vielleicht noch rausgestellt. Ich weiß es nämlich nicht. Also wir müssen mal gucken. Das ist jetzt wirklich ein bisschen abhängig, was jetzt auch am Montag herauskommt. Kann ich so in dem Sinne noch nicht sagen. Bin ja selber so ein bisschen offen noch. Das werden wir dann sehen. Ne, wird es auch schon langsam. Also das ist ja dann der morgige Tag. Morgen ist auf jeden Fall einmal eine Folge da. Morgen kommt auch nochmal Dave the Diver. Und ja. Werden wir mal sehen. Werden wir mal sehen. Ich bin schon gespannt. Und ein wenig nervös. Was ich auch damit auch sagen möchte, ist, das heißt also auch allgemein jetzt für euch so, dass wir vielleicht eine kleine Unregelmäßigkeit erstmal in nächster Zeit von Folgen erwarten werden, weil was da passieren kann,
ja, okay, heute klappt es nicht, weil dies, das, jenes, Ananas, dann ist es so, dann wisst ihr aber Bescheid jetzt schon, angesagt auch schon im Video, dass sowas passieren kann. Sollte es nochmal ein bisschen größer, gravierender etc. werden, dann würde ich das auch nochmal komplett mitteilen, damit jeder dem gewahr ist, okay, gut, da ist jetzt das und so weiter und so fort. Das ist für mich immer der Vorteil, dass das alles ein Hobby ist, dass ich da nicht so dran gebunden bin. Das ist zum Beispiel das, was ich mir auch mal ein bisschen schwierig vorstelle. Es gibt ja auch einige, die sind ja selbstständig darauf, schon sehr weit und so. Und die sind ja dann, das ist ja wirklich dann selbstständig, ne? Also selbst und ständig. Ist dann schon heftig. Ja, das Problem jetzt waren die ganzen Fische da. Au! Hat mir wehgetan. Jetzt ist er, hat er sich in die Wand reingeschnitten. Die Fische, die Haie machen wir weiterhin, weil die bringen ja auch nicht gerade wenig. Die bringen ja auch gerade nicht wenig. Ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen gucken von der Größenvariation her, wie ich das mache. Also länger jetzt, da bin ich jetzt irgendwie noch gerade unschlüssig. Ich weiß noch nicht, wie viele ich dafür mache. Ah, rosafarbene Muscheln brauchen. Okay, gut zu wissen. Aber da finden wir auch unseren Clou. Zwei davon, das finde ich auch gut. Ja, nee, die waren ja so, genau. Obwohl ich schon Bock hätte, das somit auf zwei Videos zu machen, aber das jetzt mich gerade erstmal zurücksetze, weil ich gerne die Gilde jetzt noch machen wollen würde. Aber das ist mir dann... Ey, guck mal, wer da drüben ist. Das ist mir jetzt dann doch erstmal nichts. Jetzt mit zwei Videos am Tag, da das so schnell kommen wir da nicht hin. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass das alles ein bisschen ins Reine läuft, dass man die Zeit so ein bisschen jetzt erstmal nutzt. Und genau, das ist jetzt für mich erstmal wichtig. Und wenn dann irgendwie nochmal was ansteht, so, warte mal, flop, jetzt ist der dran, der hat mich schon gesehen. Boom. So, jetzt schwimmt er los. Yeah, schon erledigt. Wow, also man muss schon ein bisschen drauf, ne? Ein bisschen kann ich noch. Minimü. Glaube nicht. Ich nehme jetzt einfach mal alles so ein, ne? Also, ich nehme mit, was ich mitnehmen kann, bevor ich jetzt hier irgendwas liegen lasse. Ach, holla, wie weit der jetzt gebraucht. Der könnte, würde ich jetzt 40er Schaden machen. Gehen wir mal tiefer. Blaues Loch tiefen. Ja, machen wir jetzt. Violetter Seestern. Wir gehen jetzt mal ein bisschen tiefer. Oh, die Musik ist gleich mal ein bisschen anders. Nee, den lassen wir das mal. So. Der sieht ja olgig aus, wie so ein Zombiefisch. Wie so ein kleiner Zombiefisch. Tigermorena. Wie so eine Tigermorena. Was ist das? Volle Tritte in ein speziell abgelesenen Röhrenwürmer kurzzeitig zurückweichen. Nee, lass mal noch. Röhrenwürmer? Was sind Röhrenwürmer? Okay, hier gibt es wieder irgendwas anderes. Sind das Röhrenwürmer? Nein, Röhrenwürmer blockieren meinen Weg. Was mache ich jetzt? Dr. Beckung, hier gibt es blockieren Röhrenwürmer den Weg. Gibt es eine Lösung? Mal sehen. Ah, richtig. Röhrenwürmer verabscheuen zufällig und werden ihm ausweichen. Ja, hier könnte ich eine befinden. Schau meine Kiste um dich herum. Also doch. Dann nehmen wir dich mal kurz und dann nehme ich dich mal mit. Röhrenwürmer weicht UV-Licht trifft, so dass du an ihn vorbeigehst. In der Truhe in der Nähe findest du UV-Licht. Wenn du keins finden kannst, versuch es vielleicht mit einem Nahkampfangriff. Licht ist das in der Mitte dann oder was? Ah, okay.
Röhrenwürmer. So. Ah, lädt sich aber auch wieder auf. Interessant. Oh, ich bin schon zu schwer? Warte mal. Ich habe jetzt da was mitgenommen. Braune Muschel wegwerfen. So, ich müsste noch. Genau, jetzt sitze ich wieder ganz knapp im Bereich. Okay. Was ist denn das? Das ist ein mieser Move. What the hell? And what are you? Warte mal, was ist das für ein Vieh? Was bist du denn? Muss ich dich schlagen? Au, okay, ich glaube, bei dir habe ich noch gar keine Ahnung. Dich nehme ich jetzt aber mal mit, weil du bist ein neues Fischle. Fleisch eines Riesenmaulhais. Die futtern doch niemals so, oder? Warte mal, also pass auf, wir müssen jetzt mal gucken. Gut, die bringen alles nichts. Was könnte man jetzt erstmal wegpacken? Der ist neu. Warte mal, den kannst du erstmal wegwerfen. Genau. Wir haben jetzt mal 84. Das ist so übel, weil das ist dabei. Das will ich aber auch behalten hier. Ein großer Barracuda, den kannst du wegschmeißen. Die Tigermoräne, ja, ist zwar neu. Packen wir aber erstmal weg. Ich weiß, dass wir den großen Beulenhai erst Papageifische eigentlich haben, aber ich würde den auch erstmal loswerden. So. Brauchten wir die blaue Dings? Na gut, so geht's ja erstmal. Mit dem weiß ich nicht, was ich machen soll. Jetzt gerade. Oh, guck dir mal an, was hier unten für ein Skelett liegt. Meine Güte, was ist denn das für ein Ding schon wieder? Nach oben 21 Meter. Ja, wir sollten vielleicht doch erstmal wieder ein Stück hochfahren. Aha, wir können uns so gerade hin. Ja, aber ich hoffe, hier unten gibt es irgendeinen Teil, uns wieder rauszulassen. Nee. Hier ist nichts weiter. Wir müssen nach oben. Wieder ein Stück. Also hier unten geht es dann noch weiter. Und dann geht es nachher noch tiefer. Aber... ich komme jetzt hier gerade nicht weiter. Wir sind jetzt auch noch so voll beladen. Die Zuflüssigkeit. sag mal. Dann machen wir das halt so. Ja, du wusst wie, ne? Guck mal, das ist nochmal so eine Muschel, die nehmen wir nochmal mit. Ist schon interessant hier unten.
Was bist du? Da ist noch mal irgendwas. Okay. Blau gepunkteter Himmelskugler. Spitzhacke. Ja, okay. Dinge gibt's. Blaue Muschel. Ach du Heilige. Ich finde es gerade irgendwie interessant von dem Aufbau hier unten. Ne? Also ich finde, die haben sich auch ziemlich viel überlegt, so wie sie die einzelnen Ebenen machen. Ich muss aber auch sagen, ich bin niemand, ich bin gerne im Wasser. Aber ich wüsste nicht, ob ich freiwillig in diesen Tiefen schwimmen würde. Ne? Also partout nicht, weil wir sind im Meer ja wirklich noch sehr weit entfernt von wirklich erforscht etc. pp. Und ich wüsste nicht, ob ich mir das antun wollen würde. Man hat ja immer dann, ich bin ja nur so einer, jetzt nicht ganz so schlimm, aber meine Frau ist ja dann noch wesentlich schlimmer, wenn sie dann irgendwie unter Schwimmen ist oder sowas. Und wenn man, sie kann nicht viel sehen da drin, das mag sie ja gar nicht. Da ist sie ja so einer dann, nee, will ich nicht mehr und nein, ich gehe jetzt raus und so weiter. Aha. Okay, kann ich die noch kombinieren? Warte mal. Kann ich die noch kombinieren? Was kann ich denn wegmachen? Weißt du was? Ja, tschüss. Die sind jetzt gerade mir ein bisschen irrelevant. Ich würde gerne noch mal kurz gucken, ist die Spitzhacke noch? Die ist ja geil. Der sieht irgendwie cool aus. Aber die ist auch so faszinierend. Also ich muss sowieso sagen, Tierwelt allgemein, also die allgemeine Tierwelt ist so faszinierend von ihrer Art und Weise her. Ich finde das jedes Mal super interessant. Hatte ich den hier? Genau, da ist er. Die will ich jetzt mal haben. Ich würde das gerne mal abbauen. Ey, darf ich euch sagen? Manche Mineralien können nur mit einer Spitzhacke abgeholt werden. Schafft ihr mit einer Spitzhacke wertvolle Materialien und wertet deine Waffe auf. Danke dir. Wir sind schon über eine Viertelstunde allein nur unter Wasser. Eine Viertelstunde allein nur unter Wasser gerade. Hier unten könnte es weitergehen, aber ich würde euch beim nächsten Mal dann machen. Aber jetzt haben wir uns ja erstmal auf die Fische konzentriert. Beim nächsten Mal können wir ja sagen, okay, wir schwimmen mal direkt runter und kümmern uns nur hier drum dann, ne? Also hier in dem Bereich. Könnte man ja mal machen. So, Amethysterz. What the hell auch das ist. Oh, guck mal, neues. Da war es gut. Also, pass mal auf jetzt. Jetzt kommst du mit. Ich sag mal, die ist zwar cool gegen die Großen, aber ich muss sagen, der ist so anstrengend mit diesem Drehen. Ich habe das immer noch nicht ganz so geschnallt, was er da will. Das hat immer noch nicht ganz so geschnallt, was er da will. Ja genau, hier würde er dann letztens weiter schicken. Würden wir eigentlich gleich in der nächsten Runde noch machen, ne? Wollen wir mal Materialien jetzt einfach klauen? Bis wir full sind? Wir haben mal ein paar Material mit. So mal, der hier so ist der so wie so ein. Als ob das zwei wären, ne? So mit dem Schatten. Okay, nee, sah nur so aus. Aber ist auch so ein interessanter Fisch, so von der Größe her. Natürlich, natürlich. Verstehe denn nicht ganz, wie, was ich da mache. Okay, gut. Rotbrasse. Gut, wir sind voll. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Und danach machen wir uns nochmal auf den Weg hier runter. Und vielleicht gehen wir wirklich mal jetzt dann das Ziel erreichen, um diesen Ort da mal zu finden. Da bin ich ja mal gespannt drauf. So. Insbesondere, da wir jetzt schon 20 Minuten unterwegs sind.
Heute wirklich schon 20 Minuten unterwegs. Das ist der Wahnsinn. Es wird immer länger und immer länger, ne? Also das merkt man schon an den Unterschied so ein bisschen. So, wir haben 194 Meter, aber wir sind bis jetzt nur 16,5 gewesen, aber gefunden 20. Sehr schön. Riesenmaul, Hairo. What the hell? War gleich schon ein gefunden, oder was? Liebe, 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 liebe. Liebe liegt in der Luft. Pass mal auf. Den hier könntest du dir aber mal schön verkaufen. Das wollen wir wieder 200 reinballern. Und dann hüpfen wir nochmal runter, würde ich sagen. Und Abschluss machen wir heute mit einem schönen Tag in der Sushi-Bar. Sie engeln. Weichtier mit einer durchsichtigen zylindrischen flügeligen Fortsatz und einem gehörnten Griff. Das ist etwa 10 cm lang. 10 cm. Wir holen jetzt mal nur so Kisten. Und lassen mal die Tiere außer Acht jetzt, also ein bisschen. Giftharpune, ich hasse die Giftharpune, ich mag die gar nicht. Ich mag die Guanik. Nur sowas hier, nur die Kisten ein bisschen holen, so ein bisschen Bewaffnung haben, damit wir ein bisschen aufgebaut sind, etc. pp. All sowas werden wir jetzt erstmal machen. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, was mir nochmal fehlte. Na toll, Betäubung bringt mir gar nichts. Die werde ich dann wieder weggeben, ne? Also ich packe die dann raus. Die nehme ich mir jetzt nur kurz mit. Die schmeißen wir dann einfach raus. Sojasoße, Schwarzessig, Sojasoße, sowas nehmen wir auch noch mit. Aber das sollten wir ja machen. Zu hohe Fischbestände. Das ist ja eine der kleinen Missionen hier. Wobei ich sagen muss, der Gift-Dings ist gut gegen blaue Muscheln waren das, ne? Die sollten wir nochmal holen. Ne, blaue waren es nicht. Pinke? Rosafarben. Ja, wieder eine Mission abgeschlossen. Roter Seestern? Den hatten wir schon. Okay. Oh ja. Unterwasserbödle. Braune sowieso nicht. In so einem Öffenkluften-Dinger, da halten sich oft die Haie auf. Ich finde dieses Ding hier immer auch genial mit diesem Hin- und Her-Schlubbeln. Warte mal, ich muss mal da kurz ran. Dann nehme ich mir den einmal kurz mit zum Aufladen. Das war ein Ultra-Move, um dem Ding auszuweichen. Mann. Nein, ich wollte jetzt eigentlich mal nicht mit den Haien spielen. Ich wollte einfach nur nach unten und Kisten suchen. Weil mit den Haien spielen ist das Problem, dass wir uns dann wieder voll laden mit dem ganzen Haifleisch. Das bringt uns da nichts. Okay, hier geht's nicht mal weiter. Ach Mann. Hä? Na klar, ist auch nicht aufgeweicht. Och nee, ey, komm. Schmeißen wir alles dann raus. Das schmeißen wir alle dann raus. Wir brauchen aber noch eine bessere Harpunenspitze, wenn wir lieber. Stufe 2 oder sowas. Stufe 2 Elektro. Stufe 2 Elektro. Die Dinger sind irgendwie am besten. 63 Schmetter. Vergessen, da oben ist auf jeden Fall noch mal knapp über dem blauen Loch ist eine Sauerstoffhülle. Ich hoffe, wir begegnen nicht gleich schon wieder diesen Blau, dem Großmaulhai. Da wir jetzt auch gerade keine sehr prägnante Bewaffnung haben.
Ja, UV. Ja gut, doch, nimm mal mit. Und Orange brauchen wir noch. Ah, okay, Orange war das. Ne, warte mal. Der befindet sich hier unten irgendwo. In die Richtung. Das will ich jetzt auch mal erledigen. So, gehen wir mal her. Oh, bitte aber jetzt kein Kampf. Bitte jetzt kein Kampf. Na, den lasse ich jetzt mal. Ah, guck mal hier. Cool. Was? Das ist das Seevolk von vorhin. die Sorge, du hast aber ich kann nicht verstehen, was gesagt wird. Ich werde Dr. Bacon anrufen. Wow, meine Güte, wow! Sich vorzustellen, dass das Schiffer existiert, das ist einfach unglaublich. Sie sagen etwas zu mir, aber ich kann sie nicht verstehen. Wenn wir die Muster analysieren können, das vielleicht eine Übersetzung ermöglichen. Kehre für das erste zum Boot zurück. Ich werde mir was ausdenken, um die Übersetzung zu ermöglichen. So, und jetzt, meine Damen und Herren. Und jetzt. Jetzt können wir uns um Materialien kümmern, damit wir ab. Wow. Dass wir hier abhauen können. Ich weiß, wir sollten eigentlich die Lampe nehmen, aber ganz ehrlich, so klappt es auch. Jetzt tun wir uns die Sachen zusammen, dass wir dann uns jetzt sozusagen verdünnisieren. Ich finde es. Dieses Ding ist doof. Ich drehe das ja nun schon. Aber ich verstehe das nicht. Verstehe das echt nicht. Nochmal eine Pickel. Oh, schon tot. Gut, nehmen wir jetzt mal mit. Ich würde den aber. Ne, wobei, du kannst die Pickel ja lassen. Kannst die Pickel ja lassen. So, und da könnten wir ja wieder ein bisschen höher fahren. Und ich würde mir. Genau, den würde ich auch gerne mal nehmen. Okay, den kann man nicht nehmen. Ich dachte, dass man den jetzt einfahren kann, aber ist doch nicht so möglich, wie ich es mir gedacht habe. Ziemlich viele Sauerstoffbehälter hier unten, muss ich ja schon mal sagen. Nochmal den? Nee, ich suche jetzt eigentlich erstmal eine Verbesserung. So, suche eigentlich erstmal eine Verbesserung von der Harpune. Weil ich finde, die Giftharpune, die liegt mir nicht. Ich kriege das so an sich nicht hin. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Das ist bei mir einfach so drin. Das kriege ich nicht so hin. Aber ich akzeptiere das auch. Also ich bin da nicht so... das ist einfach das eine Spiel, was mir nicht so ganz so behagt. Weil jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwo eine Möglichkeit finde, ein anderes Teil mitzunehmen. Guck mal, die brauchen wir auch nochmal. Den brauchen wir auch nochmal. Ich brauche eine andere Harpune. So, Schädel. Am besten Blitzeblutzel. Boah, Mann, warum finde ich jetzt nur diese blinden Waffen? Ich glaube, jetzt gehe ich auf eine andere Seite runter, wa? Na toll. Na toll. Okay, gut. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen da hinten weiter runtergehen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie mal die Sauerstoffdinger und das so alles ein bisschen höher pushen. So mehr Kaffee aufpassen, dass er nicht noch kalt wird.
Ich ärgere es gerade, dass ich keine bessere Harpunenspitze finde. Boah, jetzt komm mal mir nicht so, ja? Ich will doch hier einfach nur durch. Leicht verärgert. Alles Dinge, die ich nicht brauche. Oh. Eine Köfe. Hier kommt. Nimm mal den da rein, dann haben wir den erstmal wieder voll. Oh, eine Schüssel, die nehmen wir mit. Da ist noch ein bisschen Geld. Ja gut, nimm erstmal mit. Ne, wir müssen ja auch langsam andere Dinger finden. Weil da unten finden wir ja nochmal ganz andere Fischearten, ne? Das ist schon gar nicht schlecht. Ja, komm. Jetzt. Gut, dass ich den aber nicht so machen muss, ne? Da brauche ich nur... Und dann... Fertig. Ich hätte so Lust auf die Gilde zu playen, weil ich das Spiel so nostalgische Erinnerungen noch habe. Das ist auch ein Spielzeit ist und denkst dir, ist klar. Aber ich habe das noch so nostalgisch in Erinnerung. Ey, das ist so ein, ja. Ich würde nach unten gehen, bin ich ganz ehrlich, wenn wir nochmal eine bessere Harpunenspitze finden. Ist doch gemein, was soll ich mit diesem Gift? Mach die Gift-Harpune einfach nicht. Die Gift-Harpune ist wirklich so das eine Ding, wo ich nicht so zu Rande komme. Gut, man müsste sich ein bisschen auseinandersetzen, aber gut, ich bin jetzt auch nach einer Weile erst wieder dabei, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ich habe jetzt eine Weile ja nicht geplayt, also ich habe ja nicht weitergemacht, gar nichts gemacht. Ich habe ja nicht reingeschaut bei Dave the Diver, sondern ich war, wenn, dann hatte ich Kingdom Comes gespielt. Und alles andere war, habe ich nicht gespielt. Ich hatte damals noch Fallout gespielt, als ich aufgehört habe, aber... Und dank Bethesda, die natürlich so komisch herumpatchen mussten, wo ja auch die große Mod dann nicht mehr ging, Fallout New London, ja, und seitdem habe ich jetzt Pech und habe dann Fallout nicht mehr gespielt. War schon recht weit gewesen. Okay, gut, pass mal auf, den hier können wir mal wieder mitnehmen. Eigentlich, wer würde denn dieses vergiftete Fleisch mit essen? Also Fischfleisch. Wer würde dieses vergiftete Fischfleisch essen? Wenn du mit Gift jagst, das wird doch keiner mehr essen. Ist doch alles im Organismus drin. Naja. Weißt du was, wenn ich jagen wir die jetzt noch so ein bisschen, das ist auch nochmal okay. Die da brauchen wir, ne? Die Orangen brauchen wir, ne? Noch 7 von. Und hier haben wir. Okay, die brauchen wir nicht. Oh, das ist cool. Oh, warte mal. Missstände, die müssen wir jetzt auch erstmal machen. Und das ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht, wenn wir die mal wieder mitnehmen. Schon mal vorarbeiten, weil ich weiß ja nicht, ob es noch nur Quallen-Events gibt oder ob es noch andere Events gibt. This was it not, aber. Oh, guck mal, das ist doch mal so eine Rotfische. Warte. Hey, mein Freund. Fünf von fünf. So, und weg damit. Wenn im All mit Wort geht. Du Heiliger. Mit 34 Minuten, meine Damen und Herren. Und wir machen noch auf jeden Fall das Sushi-Event noch. Hi du! Dich brauche ich auch mal. 4 von 5. Ich bräuchte noch so einen Titandrücker. Da könnte man nämlich den auch noch mal abschließen. So. 4 sind voll, meine Damen und Herren. Wir können uns jetzt nach oben begeben. Haben dann nämlich nochmal 2 Sachen, glaube ich, als abgeschlossen. Die können wir dann nämlich jetzt abgeben. Und machen den Rang dann sozusagen auch nochmal voll.
Lalalalalala. So. Yep. Wir wollen zurück zum Boot. So, jetzt kommt er ja wieder, der Professor. Da bin ich immer gespannt. Ich bin davon ausgegangen, dass es die Fraktion dazu wirklich immer gab. Aber der Gegner, dass es Leben des Default gibt. Das ist wirklich der Punkt des Jahrhunderts. Das verdanken wir dir, Jeff. Gold, Olivenöl und schwarzer Ferrar. Ja. Wunderbar. Wir müssen allen Nachrichtenquellen der Welt davon berichten. Ich warte, ich glaube, das könnte riskant sein. Aber warum? So bringen wir die Leute in Schaden hier. Das wäre egal, wenn es sich um Ruinen handeln würde. Aber das ist das lebende Seevolk. Das würde mit Sicherheit auch Wildere einlocken. Sie werden anfangen, das Seevolk zu jagen, da man damit eine Menge Aufmerksamkeit erhält. Ach, verdammt, das ist richtig. Wie wäre es, wenn wir zuerst einen Übersetzer bauen, der ihre Schallwellen analysiert und herausfindet, was sie sagen? Ich glaube, dass sie uns etwas zu sagen haben. Zuerst benötigen wir eine Steintafel des Seevolks, auf der sich ihre Schrift befindet. Und wir brauchen ein Mikrofon und ein Amethyst. Wenn ich richtig hege, sollte das Mikrofon unter dem versunkenen Schiff befinden und die Steintafel wahrscheinlich im Aufzeichnungsraum. Ich habe gehört, dass man Amethyst in der Tiefe von 100 Metern und darunter mit einer Spitzhacke abbauen kann. Das Aufzeichnungsraum des Schiffes. Hahaha, wenn du die Orte nicht merken kannst, schau einfach in deiner To-Do-App nach. Ich aktualisiere die Informationen dort. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir jetzt mal nicht mehr so viel gemacht, aber Amethysten haben wir zum Beispiel schon. Wir haben noch so ein Barracuda-Rocken und hier haben wir noch mal ein bisschen Fleisch. Die Fische haben sich auch lieb. Udo? Warte, kann einen Moment bitte reden. Ja, Verzeihung, du bist? Ich wollte mich natürlich jetzt einmal vorstellen. Ich bin der Reporter der Zeitschrift Fisch der Woche. Mein Name ist Udo. Oh, die habe ich schon einmal gelesen. Es gibt bei euch oft um seltene Fische. Oh, hast du das? Ja, das stimmt. Ich habe gehört, dass das blaue Loch Heimat diverser Fischarten ist. Stimmt das? Oh, das kann man sagen. Es gibt vier Fischarten aus aller Welt. Oh, das hatte ich schon geahnt. Also, ich bin hier genau richtig. Ja. Ich würde gerne selber Fotos für das Magazin machen, aber leider kann ich nicht tauchen. Apropos, würdest du mir helfen, Fotos aufzunehmen? Fotos? Ja, ich sehe, hast du eine gute Kamera. Ja. Oh, die ist vom Dr. Becken, aber ich bin kein Profi-Fotograf. Ich weiß nicht, ob die Bilder gut genug sein sollen. Ach, keine Sorge. Da du bereits die Fische der Woche liest, wirst du wissen, welche Fische du fotografieren solltest. Und ich werde natürlich den Aufwand entschädigen, wenn du ein gutes Foto machst. Okay, wenn du das sagst. Alles klar. Diese schöne Unterwasserwelt zu fotografieren wird bestimmt Spaß machen. Fotopunkt. Du kannst an einem Fotopunkt Bilder von Lebewesen machen. Bringe deine Bilder zu Udo, um Belohnungen zu erhalten. Okay. Das haben wir jetzt auch gemacht. Das müssen wir nur die beiden Sachen finden. Das geht jetzt eigentlich recht fix, würde ich sagen. Und wir haben jetzt aber hier nochmal das hier liefern. Raum. Und das hier. Na, guck mal jetzt. Jetzt hast du Titandrücker und Barracuda. Ach doch, braune brauchen wir auch. Ach cool, du kannst schon vorliefern, ne? Oh, okay. Finde ich irgendwie interessant. Na gut, dann gehen wir jetzt aber mal ganz kurz zu Fische. Wird mal was gucken. Wir machen heute mal keinen Nachnamen, wir gehen heute mal die Sushi-Dinger machen. Oh, guck mal hier. Warum kann ich aber die anderen noch nicht? Nicht in der Lage, Roggen zu erhalten oder Fische zu züchten. Wir sind zu viele. Zwei rote liefern. Ah, okay. Einen grünen geliefert, roten an die Küche. Wir liefern 12 rote Feuerfische geliefert, sodass hier ein bisschen was nachkommt. Hier können wir einen liefern. Und hier liefern wir auch einen. Und hier liefern wir, warte mal,
Wir haben mehr 6. Dann liefern wir die. Und die anderen beiden lassen wir. Da habe ich ja vorher falsch rumgemacht. Aber so haben wir schon mal das fertig. So. Dann ist der hier wieder ein bisschen ready. Ah, die Dichte ist hier noch gut. Ein großer Barracuda haben wir neu. Was ist das hier? Achso, der Dinger da, ja. Okay. Hier sieht es erstmal noch ganz gut aus. Große Barracuda-Orken ist da noch drin. Okay, da auch erlebt. Das geht. Kann ich hier noch mehr machen? Kann ich hier was reinmachen? Benutze alle Zutaten beenden. Nö, da kann ich nichts weiter machen. Okay, gut, passt. Sehr schön, sehr schön. So, dann haben wir das fertig. Dann gehen wir rüber, machen unsere Sachen fertig. Und dann machen wir jetzt heute noch Sushi. So, geliefert. Bam, eine Menge Fisch bekommen. So, Forschung. Ah, komm, können wir heute mal wieder ein schönes. Auch wenn man die schon so weit kennt. Aber da kommen bestimmt noch mal einige Sachen, die interessant werden würden. So. Menü. Hinzufügen. So, pass mal auf. Was haben wir denn hier? Veredeln. Ja, komm, müssen wir schon mal das veredeln. Und dann müssen wir neue Fische besorgen. Klar, ist doof, weil Wertvollste jetzt schon wieder weg ist. Das war unser Wertvollste, damit wir am meisten Kohle machen. Aber manchmal ist es sinnvoller, lieber das nicht reinzusetzen und mal das anders zu machen. Ich überlege gerade, ich muss gleich das Video schon mal verarbeiten und danach mache ich noch die andere Aufnahme. Aber ich mache dann das Video erstmal fertig. Das ist mir dann lieber. Dann habe ich das schon mal ready. So, guck mal, was haben wir hier? Torpedomakrele. Ja, werden wir auch erstmal die Dinger immer veredeln. Ein grauer Drückerfisch gibt es? Ach du Heilige. Hä, warte mal, ich habe keinen Fisch. Ah, doch, habe ich doch. Kann sagen, ich habe keinen Fisch. Ja, müssen wir machen. Und müssen wir machen. So, und dann kannst du den aber nämlich heute liefern. So, gut, nämlich 152. Ja, ist so, muss weg. Geht nicht anders. Oh, stimmt, der Drückerfisch. Oh ja, der hat sich nochmal schön nach oben gebibbelt. Wo ist denn der jetzt hin? Der hat sich schön nach oben gebibbelt. Na gut, weil ich jetzt nur so habe. Aber jetzt ist der auch schon mal geliefert. Ist hier noch irgendwas? Ah ja, guck mal hier, Feuerfisch. 34. So, jetzt ist der Feuerfisch aber immer noch da. Ja, komm, machst aber trotzdem da rein. Leopard, Forellenbarsch. Den Sepia. Regenbogen. Ja, ich weiß, das ist jetzt immer alles dann unten. Warte mal. Weil es ja weg ist. Aber wir veredeln die lieber erstmal. So, sind wir jetzt fertig mit Veredeln? Okay, wir sind fertig mit Veredeln. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Tigerhai. Langnasenhai. Dann kriegst du einen Schweißspitzenhai. Und den nehmen wir noch auf. Wollen wir noch auf? Genau, den hier. So. Guck mal, der James hat 205 in Kochen. Kann ich den trainieren? Wow. Ja, dann machen wir das gleich mal ready. Ich könnte den nochmal. Ja, komm, den ballern wir schon mal hoch, weil der ja top ist. So, damit ist Rezept gelernt. Okay, der hat ein Rezept gelernt. Das ist ja krass. Der hier ist nicht schlecht. El Nino. Der müssen wir als nächstes weitermachen, weil der hat schon 314. Aber egal. Wir haben das fertig. Wir haben das fertig. Interieur, da können wir jetzt leider, glaube ich, noch nichts weitermachen. Ne? Stühle. Da müssen wir erstmal kaufen. Okay, wir haben jetzt gerade nichts weiter. Also würde ich sagen, Tschüss, Sushi, eröffnen. Juhu! Viel müssen wir jetzt aber nicht mehr machen, ne? Eigentlich, das läuft ja von alleine, ja. Weil wir die Leute da haben.
Und der macht ja auch das, die Getränke schon, dadurch gibt es auch immer extra Geld. Ich stehe nur hier und gucke. Aber die Katze war übrigens wieder nicht da, habt ihr gesehen? Ah, ist das genial. Oh, warte mal, ich gehe schon mal was anderes machen. Ich fülle schon mal gleich nach. Eider daraus. Sind die schnell ready? Die machen wir mal schnell sauber. Ich helfe mal hier mit, dass wir das machen, während der dann nämlich, sauber machen. Sauber machen. Sauber machen. Okay. Sauber machen. Ich gehe hier nochmal ran. Dass wir hier nochmal ein bisschen nachrüsten. Hier haben wir nochmal dreckiges Geschirr. Wenn du das nämlich nachmachst, dann kommen die, können die nämlich hier auch hinsetzen. Ich habe nämlich gesehen bei den letzten Mal in den Folgen, dass wenn du das nicht wegräumst, dann haben die keine Chance, sich hinzusetzen, wodurch du dann immer Pech hast. Boah, das hat geklappt. Das war mal eine Top-Runde. Ich finde, das war eine Top-Runde. Diesmal haben wir eigentlich alles abgeschlossen davon. Das heißt, wir haben wirklich das Top geschafft. Das ist richtig gut. Wir haben jetzt 2573 Nettogewinn gemacht. Wir müssen aber noch mehr von den ganzen Tierchen halt weiterhin abjagen, damit das was bringt. Das ist genial. Das hat auf jeden Fall eine Menge gebracht gerade. Das hat eine Menge gebracht. Ich würde das, glaube ich, aber dann noch mal investieren in... Ja, ich weiß... Hier sind noch welche. Sollte ich sie mir erst einmal ansehen. Ich wollte es in der... Hallo Einwohner, hier ist das Tourismusgremium Blaues Loch. Das blaue Loch wird immer bekannter und das Interesse daran steigt. In 3 Tagen steigt eine riesige Yachtparty. Es werden eine Menge wohlhabender Gäste erscheinen. Wenn es also ein Restaurant gibt, das hochklassige Thunfischgerichte zubereiten könnte, das die Verkäufe in die Höhe treiben. Wir bitten um eure Unterstützung, um es zur besten Attraktion der Welt zu machen. Das Tourismusgremium Blaues Loch. Hey Dave, hast du die E-Mail gelesen, die du gerade bekommen hast? Ja, hier steht, dass es bald eine Thunfischparty geben wird. Genau, und Thunfisch ist der beste Freund von Sushi. Wir können sie mit gutem Gewinn verkaufen. Ich habe schon lange kein Thunfisch mehr im blauen Loch gesehen. Jetzt beginnt die Thunfischsaison. Mit dieser Party können wir ein Vermögen verdienen. aber ist das nicht schwer, Thunfisch zu fangen? Ich habe gehört, dass sie sehr schnelle Schwimmer sind. Oh, deswegen sind Investitionen notwendig. Am Nachmittag bringe ich ein Gerät mit dem man Thunfisch fangen kann. Ich sehe dich dann später. Also machen wir jetzt dann als nächstes das Thunfisch-Event. Da kriegen wir nochmal was. Bin ja mal gespannt, was dann kommt. Aber für heute war es das dann auch erstmal. Ich bedanke mich für das Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir dann uns gucken, dass wir die Thunfisch-Sachen dann mal erledigen, dass wir das zusammenkriegen. Und ich bin noch gespannt, was wir jetzt noch weitermachen, weil wir haben ja hier auch noch einiges offen. Eigentlich ist die Frachtkiste nochmal ein ganz wichtiges Ding, dass wir noch mehr Fisch dann immer gleichzeitig mitbringen können. Und genau, das wäre, finde ich, glaube ich, so der nächste Punkt, den ich machen würde, die Frachtkiste. Können wir auch, glaube ich, machen. Da verkaufen wir, glaube ich, nochmal ein paar Silberschalen, habe ich ja noch, glaube ich, da. Und dann holen wir uns die Frachtkiste, dann geht's rein und dann, bam, fertig, aus ist es. Aber ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wie ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.